back hier bei Arcania. Und ja, wir wollen da vorne hingehen. Da sehen wir doch schon Gesellschaft. Ob das gute Leute sind oder nicht, erfahren wir gleich. Und wir sind da. So, wen haben wir da vorne? Harton. Oder Hafen oder so. Ein Abenteurer. Genau, was wir brauchen. Was ist denn los? Die Toten sind aus dem Meer gekrochen. Auf diesem geheiligten Boden hier sind wir sicher, aber sie halten uns gefangen. Tote aus dem Meer? Das Unwetter wurde mit dunklen Kräften besudelt. Jetzt nährt es die Toten und kräftigt sie. Was für dunkle Kräfte? Ich vermute, die Quelle des Bösen liegt irgendwo zwischen den Schiffswracks verborgen. Ich kann sie spüren. Tja, sehr nett. Also das sind schon mal unsere guten Freunde, beziehungsweise Gutgesinnte. Lass mich raten. Ihr braucht jemanden, der nach dem Rechten sieht. In der Tat, das tun wir. Warum schaut ihr nicht selbst nach dem Rechten? So ein Haufen Magier hat doch nichts zu befürchten. Warum schaut ihr nicht selbst nach dem Rechten? So ein Haufen Magier hat doch nichts zu befürchten. Einen Versuch haben wir gewagt, mit katastrophalem Ausgang. Meine Begleiter sind nur Lehrlinge. Sie haben mir ihre Kraft für das Ritual geliehen. Jetzt ist sie verbraucht. Das ist aber schade. Was für ein Ritual hast du hier durchgeführt? Wir haben einen Sturm beschworen, der die Schiffe der Myrtaner auf die Felsen geworfen hat. König Esorn hatte recht. Rubas Truppen haben versucht, uns einzukesseln. Moment. Du bist für das Unwetter verantwortlich? Also sind diese Untoten... Myrtanische Ritter, Paladine und Soldaten, ja. Oha. König Esorn? Du bist also aus Setarif? Ich bin Harton II., Hofmagier des Königs. Wusstest du nicht, wen du vor dir hast? Nein, ich bin aus Feshir. Feshir? Ah, die Insel des Bastardprinzen. Wie hast du meine Heimat genannt? Die Insel des Bastardprinzen. Hab schon gehört. Nimm's dir nicht zu Herzen. Es ist eine alte Geschichte. Wer ist der Bastardprinz? Der erste König von Setarif hatte viele Söhne. Unter ihnen einen Bastard namens Melgan. Er war mit seinem Los nicht zufrieden und hat versucht, die Macht an sich zu reißen. Zur Strafe haben ihn seine Brüder auf eine einsame Insel verbannt, wo er bis zu seinem Tod ein kärgliches Dasein gefristet hat. Da hat mir der Dorfälteste aber eine andere Geschichte erzählt. Das wundert mich nicht. Melgans Nachfahren werden die Geschichte ganz anders überliefert haben als die Nachfahren seiner Brüder. Zur Info, Melgan ist der, wo wir den Dolch auf den bei seinem Grab holen sollten, damit wir die Erlaubnis zur Heirat mit unserer Ivy bekommen. Wie steht es um Setarif? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Sobald Robars Truppen von unserem Vorposten gesichtet wurden, hat mich mein König an die Südküste geschickt. Eine weise Entscheidung. Meinst du, Setarif wird Robars Heer trotzen können? Ja. Und wie das ausgeht, erfahren wir eventuell vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren in The Fall of Setarif, die bisher fertige Erweiterung von Arcane 4, aber nie herausgebrachte. Ich schaue mich mal am Strand um. Das wäre ein Segen, Fremder. Ich weiß. Wenn du etwas Verdächtiges findest, bring es zu uns. Vielleicht können wir es reinigen und den unheiligen Zauber brechen. Mach ich. Gut, so. Dann wollen wir mal runter. Wir haben Auftrag, die untoten Mistviecher hier unten zu zerlegen, die wir gehört haben von... den Roba sind, so die Paladine und so ein Zeugs. So. Sollte auch gleich beginnen. Ach ja, wieder so ein Strand-Glibber-Ding. Meeresschlick. Okay. Dass jemand einen anderen Namen bekommen. Na komm. Ja, hör auf diese Verteidigung, mein Kleiner.
Meine Fresse. Wie klingen die sich denn? Wie hören die sich denn an? Meine Herren. So, jetzt plündern wir den nochmal. So. Okay, Lehrling. Tot mit einem unendlichen Elixier des Irrwurms. Ach, na super, jetzt kommen die. Und guter Paladin. Ja. Ach du Scheiße. Das sind ja doch ganze Menge. Komm her, los. Verrecke, du. Ja, wunderbar. So, du komm. Und toter Mart. Rostiges Paladin-Stert, bla bla bla. So. Und toter Paladin, die haben alle nur Kohle. Langschwert, okay. Rostiges Paladin, bla 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 bla. Einfach alles einsammeln. Einsammeln, einsammeln. Ja, ist doch schön, ist doch gut. So. Das war das. Plündern wir noch die toten Lehrlinge, ne? Wir sind ja Leichenfletterer, ne? Wisst ihr ja. So, hier auch nochmal. Ach, komm her. Okay, kommt ihr beide mal her. So. Oh, oh, jetzt geht's aber ab hier. So, der wäre auch vernichtet. Na komm. Hallo? Ey, es hat mir das Wasser schon wieder getötet, oder was? Adanos mit dir, Fremder. Halt die Schnauze. Also, ich kann gegen mächtige Schattenläufer kämpfen, ne? Aber so bescheuertes Wasser killt mich, wenn ich bis hier, Brusthöhe ins Wasser gehe, oder was? Ey, wie schwul ist denn das, bitteschön? Ey. Ist ja oberschwul, die Sache. Meine Fresse. Da, wie die alle wieder umklatschen hier. Ja, verreck doch. Kannst dich doch einfach sofort hinlegen. Du stirbst doch sowieso. Ja, nö. Hallo. Ach, sollen die Scheiße jetzt schon wieder? Ah, fick dich doch. Meine Fresse, die dummen Drecksbugs hier, ey. Erst darf man nicht ins Wasser gehen, da verreckt man. Dann dieser schöne Bug auch nochmal. Ja, kommt her, ihr Luschen. Kommt her. Na los. Ich darf ja nicht ins Wasser gehen. Sterbe ich ja wieder. So, hier, aufs Maul. Komm. Ja, los hier. Schön plündern. Na los. Na komm, traut euch doch, ihr Wichser. Na los. Na los. Ja. Fein macht ihr das. Und schön, ja, fein. Komm her. Da ihr nicht ins Wasser gehen darf. Machen wir das hier so aus billigem Krimi-Film. Wir stehen voneinander und hauen uns Pfeile um die Ohren. So, Moment mal. Ja, da bin ich wieder. Natürlich hat das Telefon mal wieder geklingelt. Ne? Ihr könnt das auch anders sein. Ne? Ja, so. Jetzt können wir hier endlich mal weitermachen. Und wir haben ein extrem spannendes Schwert, was irgendwie stylisch und nicht wirklich spannend steht. Und wo kommen die Leichen auf einmal her? Die waren eben weg. Die ploppten hier eben auf einmal her. Naja. Egal. So, komm, sammeln wir das mal alles ein. Was?
war doch hier noch was, oder nicht? Egal, so. Ah, nee, nee. Ich will ihn einsammeln. Oh, Scheißendreck. So. So, hier. Plündern. Und diesmal ja nicht wieder ins Wasser gehen. Komm her, los. Na komm. Na los. Habt ihr ewig Zeit, los. Hör doch mal auf, die abzuwehren, Junge. Junge, trinkt mal hier ein paar Tränke. Ach ja, da darf ich ja nicht hin. Kommt, los. Na kommt. Hör auf, die abzuwehren, ey. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ey, du Spast. Ja, schön ins Wasser gehen, ne? Feige Sau, ey. Da, wo ich nicht hinkommen kann. Tch. Hier. Kriegst du da in die Fresse, ey. So. Alter, wo kommt ihr näher? Boah, ey, wo kommt ihr her? Hammer, ey. Will ich gerade meine Waffe wegstecken und dann kommt ihr ja hergeplatzt. Wow, ich sehe ja nichts. Bleib stehen, ey. Hallo. Soll stehen. Was ist denn das hier? Bleib stehen, Mann. Komm. Oh, 200 Mal gegenschlagen, ey. Ist nicht wahr, Mann. So, jetzt kann ich die Milliarden leicht mal plündern, hier. So, Speed plündern, ja, komm, 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 komm. Ja. Komm, los, plündern, 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 immer alles plündern. Ja, wunderbar, hier auch nochmal, den auch. Ja, kommt. Schön plündern, ja, und weiter, und weiter. Und den auch. Schön, wunderbar. So, da vorne müssen wir übrigens nachher hin. Erstmal geht's hier lang. Wegen der Untoten-Quest hier. So, dich nochmal plätten. So. Danke. Das Sonjara-Schild noch aufsammeln. So. Und jetzt nochmal kurz. Finger nochmal kurz. Ja. Sehr gerne. So. Lebensenergie, Nahkampf. Bla, sehr schön. Jetzt haben wir 418 Lebensenergie. Machen mehr Damage. Spar hier eine Runde. Und gucken, was hier noch so abgeht. So, bevor wir uns mit den Typen noch anschauen, guck ich hier nach. Leinwunderhaschen, Rune der sieben Winde, Zerkratzer, goldener Kelch, Eisenbalg-Elixier, potenten Heiltrank und die Geheimnisse des Erzes der Streitkolben. So, sonst können wir davon nichts einsammeln. Varald. Wer ist das? Wer bist du es? Ich flehe dich an. Lass mich dir im Tode dienen. Lass mal stecken. Im Tode dienen? Was für ein Innos Priester bist du? Er. Du bist nicht er. Wie bist du an meinen Dienern vorbeigekommen?